Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz am Mittwoch, zu der ich herzlich begrüße den stellvertretenden Regierungssprecher Wolfgang Büchner und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und ich begrüße auch herzlich Gäste, die wir heute wieder haben. Das sind Masterstudenten der Akon Hochschule für Humanwissenschaften aus dem Fach Risikokommunikation. Herzlich willkommen. Ich wünsche Ihnen und uns eine spannende und lehrreiche Veranstaltung. Es gab heute keine Kabinettssitzung, daher gibt es von hier vorn heute nichts Aktives und wir kommen direkt zu Ihren Themen. Ein paar habe ich schon gesammelt, wurden mir von den Kolleginnen und Kollegen genannt. Dazu zählt das Stichwort Bergkarabach. Damit würde ich beginnen. Dazu hat unter anderem Herr Rinke eine Frage. Ja, ich hätte ganz gerne eine Frage an Herrn Wagner und Herrn Büchner gestellt zu dem Thema, nämlich wie die Bundesregierung die jüngsten Vorgänge beurteilt. Außenministerin und Kanzler haben sich ja gestern geäußert, aber wie beurteilen Sie die jüngste Entwicklung? Glauben Sie an den Waffenstillstand und ist die Bundesregierung selber involviert in Gesprächen? Ja, vielen Dank. Ist ja weniger eine Frage des Glaubens an der Stelle, sondern es liegen uns bisher einfach keine eigenen und keine gesicherten Erkenntnisse vor. Sollten sich die Meldungen bewahrheiten, dass es dort einen Waffenstillstand gibt, wäre das natürlich ein richtiger und wichtiger Schritt, um auf den Pfad der Diplomatie zurückzukommen. Wie Sie richtig gesagt haben, hat sich der Bundeskanzler und hat sich die Außenministerin dazu ja gestern geäußert. Es handelt sich unverändert um eine sehr kritische Lage und wir sind tief besorgt angesichts der militärischen Eskalation im Konflikt um Bergkarabach. Wir fordern Aserbaidschan auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Das hat der Bundeskanzler gestern ja nochmal betont. Ich zitiere, es geht darum, wieder zum Pfad der Diplomatie zurückzukehren und um den Versuch einer friedlichen miteinander vereinbarten Lösung für all die Herausforderungen, die zwischen Armenien und Aserbaidschan, aber auch innerhalb Aserbaidschans zu bewältigen sind. Vielleicht soweit hierzu. Ich kann vielleicht nur ergänzen, weil Sie ja auch nach Gesprächen gefragt haben. Natürlich ist das ein Thema, was jetzt ja in New York bei der Generalversammlung sozusagen auf der Agenda steht. Es soll ja eine Dringlichkeitssitzung des Sicherheitsrats dazu auch geben. Die Außenministerin hat ja gestern auch nochmal darauf verwiesen, dass sie in den letzten Wochen immer wieder in Kontakt war zu dem Thema mit den beteiligten Seiten. Und wir sind da natürlich in engster Abstimmung jetzt im EU-Kreis und auch mit unseren amerikanischen Partnern. Dann Herr Warwick. Ja, sowohl der Kanzler als auch das Auswärtige Amt haben jetzt nochmal betont, die Wichtigkeit der Rückkehr an den Verhandlungstisch. Da würde mich aus Sicht des AAs die Darlegung interessieren. Frau Baerbock hat ja in Bezug auf den Krieg in der Ukraine erklärt, in Bezug auf Russland, mit Aggressoren könne man nicht verhandeln. Können Sie mir darlegen, wieso man im Falle Aserbaidschans sehr explizit zur Rückkehr an den Verhandlungstisch aufruft und dies im Falle Russland-Ukraine nicht? Also Herr Warwick, unsere Position in Bezug auf den Krieg Russlands in der Ukraine ist sehr klar. A, die Ukrainer entscheiden, wann sie über was verhandeln. B, Russland überzieht die Ukraine mit einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg, begeht da schwerste Verbrechen. Und Sie suggerieren ja mit Ihrer Frage, dass wir sozusagen kein Interesse an Frieden in der Ukraine haben. Dem ist natürlich nicht so. Auch die Ukraine hat ein Interesse an Frieden. Nur ist es so, dass sie Opfer einer ständigen und anhaltenden und seit nunmehr über 560 Tage laufenden Aggression sind. Zum Grundverständnis können Sie mal darlegen, wer im aktuellen Fall der Eskalation in Bergkarabach, wen das Auswärtige Amt als Aggressor bewertet? Aserbaidschan oder Armenien? Also da war ja der stellvertretende Regierungssprecher und wie gesagt auch der Kanzler und die Außenministerin gestern sehr deutlich. Wir haben Aserbaidschan ja sehr klar aufgefordert, diese Kampfhandlungen einzustellen. Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Dann, Herr Warwick, machen Sie mal direkt weiter mit dem Stichwort Ukraine, was das nächste Thema wäre. Kann ich auch machen. Allerdings ist es jetzt Ukraine als ja, Thema gesetzt? Ja, ich habe das so geordnet. Themen, die mir mehrfach genannt wurden, würde ich vorziehen, da mir das Interesse größer scheint im Sinne aller Kolleginnen okay, und Kollegen. Am 6. September traf eine Rakete den belebten Marktplatz von Konstantinowka in der Oblast Donetsk. Dabei starben mindestens 16 Zivilisten.
Frau Baerbock hat umgehend am selben Tag noch erklärt, dies sei ein brutaler Angriff Russlands auf unschuldige Menschen, die friedlich auf einem Markt einkaufen. Jetzt hat die New York Times am 18. September, es wird Ihnen sicher auch bekannt sein, eine umfassende Recherche vorgelegt auf Basis von Auswertungen, Satellitendaten, Filmaufnahmen, Zeugenaussagen von Militärs und Zivilisten und kommen zum Schluss, dass die Rakete mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit von ukrainischem besetzten Gebiet und von ukrainischen Soldaten abgefeuert wurde. Da würde mich nur interessieren, auf welcher Informations- und Quellengrundlage hat denn die Außenministerin damals am 6. September diese Aussage und explizite Schuldzuweisung an Russland getroffen? Also, um es einmal sehr klar zu machen, das habe ich ja eben auch nochmal gesagt, Russland hat die Ukraine angegriffen. Russland hat auch allein in dieser Woche wieder mit vielen Angriffen zivile Ziele in der Ukraine getroffen, Drohnen, die auf Wohnhäuser gingen, etc. Sie haben sehr richtig gesagt, dass Sie haben es nicht gesagt, ich habe es mir eingebildet, die Ukraine hat ja auf diese Berichterstattung reagiert und hat eine Ermittlung angekündigt und wir würden jetzt mal die Ergebnisse dieser Ermittlung abwarten. Nachfrage? Ja, aber können Sie mir noch mal darlegen, wieso denn jetzt das Auswärtige Amt Ermittlungen abwartet, aber am selben Tag keine Ermittlungen abgewartet hat und ohne eigene Erkenntnisse diese direkte Schuldzuweisung getroffen hat? Deswegen war die Frage, haben Sie auch nicht beantwortet, auf welcher Quellen- und Informationsgrundlage hat am 6. September, kurz nach diesem Vorfall, die Außenministerin sagen können, dass es Russland war? Also die Ukraine hat jetzt auf diesen Medienbericht reagiert, hat eine Ermittlung angekündigt und dabei wird sich ja dann herausstellen, ob es sich tatsächlich um einen Angriff, sozusagen in diesem konkreten Fall einen Angriff Russlands gehandelt hat oder um einen tragischen Unfall. Und diese Ermittlungen werden wir jetzt mal abwarten. Die nächste Frage. Ich bleibe bei dem, was ich gesagt habe, Herr Warwick. Die nächste Frage zum Komplex Ukraine kommt von Herrn Clement. Ja, es geht um die Hilfen, Militärhilfen für die Ukraine, richtet sich an Frau Rutzi, vielleicht auch an Herrn Büchner. Es gibt ja nun Berichte, dass Leopard 1 A5 Panzer in Polen im Grunde stehen geblieben sind, weil die Ukraine sagt, die sind in einem Zustand, dass sie uns hier in dem Kampf nicht helfen können. Zum einen würde ich gerne wissen, können Sie diesen Bericht bestätigen? Ist das so, dass die angekündigte Unterstützung mit Leopard 1 A5 Panzern im Moment ins Stocken gekommen ist? Und vielleicht auch Ihre Erkenntnisse dazu, in welchem Zustand sind die Panzer? Hat Rheinmetall ungenügend aufgearbeitet? Welche Lösung könnte es jetzt geben? Dankeschön. Würde ich gerne übernehmen. Also vielleicht zum Verständnis. Es ist ja so, dass ukrainische Soldatinnen und Soldaten in Deutschland am System Leo 1 ausgebildet werden. Das ist eine sehr, sehr intensive Ausbildung, weil man die Leute letztlich dazu ertüchtigen und befähigen möchte, auch im Gefecht mit diesem Gerät auch bestehen zu können. Dabei wird das Material sehr stark belastet. Wichtig zu wissen ist, dass bevor man in die Ausbildung geht, das Gerät formell an die Ukraine übergeben wird und man nach der Ausbildung im Prinzip die Ukrainer das Gerät mit in ihr Land nehmen. Bevor das Gerät die Grenze übertritt, erfolgt ein letzter Material- und Qualitätscheck. Wenn dann noch Mängel festgestellt werden, werden sie auch umgehend vor Ort abgestellt. Und ich kann Ihnen sagen, dass wir natürlich in diesem Prozess des Qualitätsmanagements in ständigem Austausch sind, die Ukraine, die Industrie und auch die Bundeswehr. Und so sich ein Bedarf ergibt, diesen Prozess dann auch entsprechend zu verbessern, sind wir natürlich da bestrebt, alles dafür zu unternehmen. Vielleicht noch eine Zahl. Bisher wurden 20 Leopard 1 A5 an die Ukraine übergeben. Und zum Zustand der Panzer, da bitte ich um Verständnis. Das sind operative Details und das unterliegt auch einer militärischen Sicherheit, kann ich mich nicht anlassen. Nachfrage. Ist es denn zutreffend, dass im Moment, das ist ja dann auch noch außerhalb der Ukraine, 10 dieser Panzer stehen und nicht übergeben werden konnten, weil die Ukraine sie mangels Mängeln zurückgewiesen hat? Was ich Ihnen sagte und mir erhofft habe, dass das ein Verständnis generiert, ist, dass wenn es zu einem solchen Zustand käme, dass Mängel auftreten, dass sie unmittelbar behoben werden, diese Mängel. Da werden auch ukrainische Soldatinnen und Soldaten zukünftig noch stärker technisch mit in den Fokus genommen und dann gehen sie in einem kriegstauglichen Zustand in die Ukraine. Herr Rinke. Ja, Frau Rutzi, auch eine Nachfrage. Die ukrainischen Soldaten sind ja nicht nur an Leopard
Einspanzern ausgebildet worden, sondern auch auf anderen Waffensystemen. Da das welche sind, die schon früher geliefert wurden, ist vielleicht die Information nicht mehr ganz so sensibel. Können Sie uns sagen, ob es da auch Qualitätsmängel gab, weil diese Geräte dann auch sehr in Anspruch genommen wurden? Also kam das schon mal vor, dass Geräte dann wirklich nachgebessert werden mussten, bevor sie an die Ukraine übergeben wurden? Da liegen mir jetzt auch im Detail dazu keine Informationen vor. Aber Sie wissen ja, Herr Rinke, wir haben auch Hubs, die auch Industriebetrieben sind, die in Fällen, wo Mängel festgestellt werden oder ein Reparaturbedarf festgestellt wird, dann auch entsprechend Mittel und Möglichkeiten zur Verfügung stellen, die Ukraine dann eben auch so weit zu unterstützen, dass das Material wieder aufgearbeitet wird. Kurze Nachfrage, können Sie noch mal sagen oder nachliefern, wenn das schwieriger ist, wo genau die Hubs jetzt eigentlich zur Verfügung stehen? Es gab ja immer Debatten um verschiedene Länder, Slowakei, Polen, Rumänien, Litauen, glaube ich. Existieren die alle? Also meiner Kenntnis nach sprechen wir hier vom Insthub in der Slowakei, in Rumänien und in Polen. Die nächste Frage, die Kollegin hinter Herrn Rinke. Frau Ruzzi, noch mal eine Nachfrage. Ich habe es nicht so ganz verstanden. Können Sie bestätigen, dass diese Panzer, die letzte Tranche von 10, wie der Spiegel berichtet, tatsächlich an der Grenze nicht angenommen, rübergelassen, sondern abgewiesen wurden? Und zweite Nachfrage. Es gab ja schon früher auch von reisenden Abgeordneten in Richtung Ukraine Berichte über verschlissene Leopard und Marder und konkret eben den Bedarf an Ausbildung und Manuals. Was tut da die entsprechende Einsatz-Taskforce im BMVG, um da die Situation zu verbessern? Also ich bitte um Verständnis, dass ich zu einzelnen Berichterstattungen wie üblich hier keine Stellung nehme und daher auch nichts bestätige. Der Sachstand, den ich Ihnen dargestellt habe, ist der aktuelle. Und was das Thema Verbindungen angeht zwischen dem BMVG und den Ukrainern und die Rüstungsindustrie hat da natürlich auch einen Anteil, kann ich Ihnen sagen, dass wir in ständigen Gesprächen und im Austausch sind, immer mit dem Ziel, die Ukraine bestmöglich zu unterstützen. Jetzt weiß ich nicht, ob das hier vorne ist. Ihre Frage zum Thema Ukraine? Nein, Sie stehen auf der Liste mit einem anderen Thema. Dann ist der Kollege auf der von uns aus gesehen linke Seite. Ja, ich hätte auch noch mal eine Nachfrage dazu. Sie haben gerade von Verschleiß nach diesen Trainingseinheiten gesprochen. Können Sie noch mal sagen, ist das sozusagen für Nicht-Militärexperten noch mal erklären, ist das normal, dass diese Panzer nach diesen Ausbildungseinheiten, sagen wir mal, in einem Zustand sind, wo es noch mal Reparaturbedarf gibt? Oder ist das, hat das auch was mit diesem Alter der Panzer zu tun? Gut, dass die Leopard 1 A5 Panzer nicht die jüngsten sind, das ist kein Geheimnis. Es ist aber auch nicht zwangsläufig so, dass sie verschlissen sind, ganz im Gegenteil. Das ist ja gutes Material, was übergeben wird, was vorher durch die Industrie auch nochmal instand gesetzt wurde. Aber dieses Üben für das hochintensive Gefecht, das bringt natürlich auch entsprechende sichtbare Folgen mit sich. Ja, das ist einfach so. Und genau deswegen schaut man danach eben nach diesen Übungen nochmal, dass man das Material nochmal auf Stand bringt und übergibt und sofern technische Mängel da sind, sie auch behebt. Nachfrage und dieses Danachschauen passiert dann, bevor es übergeben wird, also in Deutschland oder in Polen oder wo passiert das genau, bevor auch die Reparaturleistungen? Bevor sie die Grenze passieren. Also in Deutschland werden der Ukraine im Prinzip die Panzer in einem kriegstauglichen Zustand übergeben, dann wird geübt und dann schaut man sich eben an, bevor wirklich der Grenzübertritt ist, passt das, ist irgendwas noch an Mangel zu beheben und wenn dem so ist, wird das behoben. Danke. Gerne. Herr Warwick? Auch im Kontext Ukraine, aber nicht zu diesem spezifischen Thema. Wenn ich Sie mal kurz unterbrechen darf, hat jemand zu diesem engeren Thema dann erst bitte Herr Clement, damit wir nicht zu sehr durcheinander kommen. Frau Rutzi, auch noch mal eine Nachfrage. Verstehe ich das richtig, Ihre Zusammenfassung, dass Sie davon ausgehen, dass alles Gerät am Ende kampftauglich gemacht werden kann, wenn die notwendigen Reparaturen durchgeführt sind? So glaube ich, Sie gerade verstanden zu haben, ist das zutreffend. Und an Herrn Büchner noch die Frage, da ja die Lieferung von Kampfpanzern ohnehin eine lange Vorgeschichte hatte, sehen Sie jetzt die Hilfslieferungen für die Ukraine erneut in einer neuen Diskussion und das Verhältnis gegebenenfalls belastet dadurch von Seiten des Kanzleramts? Also was ich dazu sagen kann, wenn wir sagen verschlissen, dann ist es ein sehr hartes Wort, vielleicht auch das falsche Wort. Es gibt unserer Erfahrung nach, sind das Mängel, sind oftmals sogar kleinere Mängel, die man mit einfacheren Mitteln auch beheben kann und das tun wir dann auch vor Ort.
Da gibt es keinerlei Neubewertungen. Deutschland unterstützt die Ukraine weiter nach besten Kräften und so lange wie nötig. Gibt es jetzt zu diesem Aspekt noch weitere Fragen? Das sehe ich nicht. Dann Herr Warwick, aber wir bleiben beim Thema Ukraine. Mehrere EU-Mitgliedsländer haben die direkte und indirekte Aufforderung aus Kiew, Männer im wehrfähigen Alter zurückzuführen, öffentlich abgelehnt. Bisher sind mir entsprechende Äußerungen der Bundesregierung nicht bekannt. Deswegen möchte ich noch mal fragen, können Sie noch mal klarstellen, wie die Bundesregierung mit wehrfähigen Männern in der Ukraine umgeht? Ich verstehe Ihre Frage nicht, ehrlich gesagt. Welche wehrfähigen Männer meinen Sie denn jetzt? Es gibt Anfragen an die Bundesregierung, also kleine Anfragen. Da wurde geantwortet, dass rund 200.000 ukrainische Männer im wehrpflichtigen Alter sich derzeit in der Bundesrepublik aufhalten. In anderen Ländern gibt es ähnliche Zahlen. Und es gibt bereits EU-Mitgliedstaaten, die diese Aufforderungen, teilweise gab es die direkt auch von Zelensky, Männer im wehrpflichtigen Alter, die sich dem Militärdienst entzogen haben, zurückzuziehen. Mich würde jetzt interessieren, sagt die Bundesregierung, jawohl, wir schließen uns diesen EU-Mitgliedstaaten an und sagen auch, wir führen diese jungen Männer im wehrpflichtigen Alter nicht zurück in die Ukraine oder wir kommen dieser Bitte der Ukraine nach? Das wurde hier kürzlich schon mal vom BMI erörtert und da gibt es keinen neuen Stand. Gut. Könnte es BMI, ich habe die Protokolle der letzten Wochen brav durchgelesen, da war das Thema nicht der Fall, wenn Sie es noch mal ganz kurz zusammenfassen könnten. Mache ich gerne. Es gibt keine offizielle Anfrage der ukrainischen Seite und deswegen äußern wir uns zu spekulativen Fragen nicht. Das war, Ihr Mikro ist nicht mehr an. Moment, das ist jetzt noch mal eine Nachfrage. Sie wissen, wir sind hier eigentlich bei einer Nachfrage unterwegs. Ich weiß es zu schätzen, aber nur zum Verständnis. Das heißt, es gibt sozusagen offizielle Äußerungen von Zelensky und auch aus dem Präsidialamt mit dieser Forderung, aber die wurden nicht sozusagen in die entsprechenden Kanäle eingespeist in Form von einer offiziellen Anfrage an die Bundesregierung. Ist das der Stand? Also wie gesagt, es gibt keine offizielle Anfrage und folglich können wir uns zu hypothetischen Fragen auch nicht äußern. Weitere Fragen zum Thema Ukraine sehe ich dann nicht mehr. Dann machen wir bei Frau Dudin mit einem neuen Thema weiter. Ich habe eine Frage an das Wirtschaftsministerium zum Thema Lieferkettengesetz. Der Minister hat angekündigt, dass er die Berichtspflichten für Unternehmen so schnell wie möglich aussetzen möchte. Ich wüsste gern, was heißt so schnell wie möglich? Also gilt es dann schon ab nächstem Jahr? Also das genaue Vorgehen zu den Berichtspflichten bezogen auf das Lieferkettengesetz, das besprechen wir gerade in der Bundesregierung. Ich kann Ihnen also hier heute keinen festen Termin dafür nennen. Sie haben das Anliegen des Ministers unterstrichen und es ist, wie Minister Habeck mehrfach deutlich gemacht hat, generell unser Anliegen, die Informations- und Berichtspflichten von Unternehmen zu reduzieren. Da gibt es verschiedene Ebenen und Arbeitsbereiche. Die Bundesregierung hat auf dem Meseberg-Treffen ja eine Erklärung abgegeben zur Bürokratieentlastung und dort auch eine deutsch-französische Initiative angesprochen bzw. angeschoben, bei der wir die EU-Kommission bitten, generell Informations- und Berichtspflichten für insbesondere auch kleinere und mittlere Unternehmen zu überprüfen und diese zu erleichtern, zu vereinfachen und zu reduzieren. Sie wissen, dass die Kommissionspräsidentin letzte Woche selber ja auch einen Vorschlag angekündigt hat diesbezüglich. Und dann gibt es für uns als Bundesregierung selbst ja auch die Aufgabe, Informations- und Berichtspflichten von Unternehmen zu reduzieren. Und der Minister hat ja angekündigt, dass, was sein Ressort betrifft, also das Wirtschafts- und Klimaschutzressort, alle Abteilungen aufgefordert sind, entsprechend Vorschläge zu machen, um eine mögliche Reduzierung anzugehen und auch praktisch dann eher umsetzen zu lassen. Der Minister sprach, dass er den Wunsch hat, dass die Informations- und Berichtspflichten möglichst um ein Drittel gesenkt werden sollen. Und jetzt ist ein ganz konkretes Beispiel hier eben das Lieferkettengesetz, bei dem ja sowohl eine europäische als auch eine deutsche Regelung vorliegt. Und die muss man so miteinander verbinden, dass eben keine Doppeltmeldungen und Doppeltberichtspflichten entstehen.
Aber es ist ja bislang noch nicht klar, wann das europäische Lieferkettengesetz kommt. Schließt denn der Minister aus, dass er die Berichtspflichten aussetzt, bevor dieses Gesetz gilt? Ich habe Ihnen gerade gesagt, dass wir innerhalb der Regierung gerade das Vorgehen dazu besprechen. Und natürlich heißt es für uns, dass wir in unsere Entscheidung die europäische Ebene eng einbeziehen. Es ist ja beides miteinander zu verbinden. Gibt es weitere Fragen zu dem Thema? Das sehe ich nicht. Dann machen wir mit Frau Gordin mit einem neuen Thema weiter. Genau, meine Frage geht an Herrn Wagner. Kanada beschuldigt Indien mit, also derzeit des Mordes an einem kanadischen Staatsbürger. Auf beiden Seiten wurden jetzt hochrangige Diplomaten ausgewiesen. Wie besorgt sind Sie über diese Vorgänge? Also da steht ja in Kanada ein Mord im Raum und das muss natürlich aufgeklärt werden. Ansonsten ist das jetzt erstmal was sozusagen zwischen unseren Partnern Kanada und Indien ja besprochen wird. Und insofern würde ich das von dieser Stelle hier nicht kommentieren. Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann machen wir, ich habe den Namen schon wieder vergessen, es tut mir leid. Genau. Audino, das Stamp. Ich hatte eine Frage an Innenministerium zum Thema Migranten. Heute hat EU-Kommissar Oliver Vaheli in einem Interview gesagt, Zitat, wir können nicht EU-Länder bei den Suche helfen, aber sie müssen die Rettung selbst führen und die Migranten an ihren Küsten anlanden. Ich hätte dazu zwei Fragen. Und zwar, sollte es bei der neuen Mission um die Überwachung und nicht um die Rettung gehen? Und zweite, wohin sollen die geretteten Menschen nach Ansicht des deutschen Innenministeriums gebracht werden? Also es gibt Vorschläge der EU-Kommission. Ich weiß nicht, ob die Interview-Aussagen sich darauf beziehen. Ich kenne das Interview jetzt auch nicht. Aber wenn das darauf zielt, kann ich nur darauf hinweisen, dass dieser Plan weiter konkretisiert werden muss und konkretisiert wird und wir uns auch erst dann im Detail zu diesem 10-Punkte-Plan auch äußern können. Zu dem Thema haben sich jetzt Herr Rinke und der Kollege links von uns, es war auch Migration, aber ich glaube anders, ich glaube, wir bleiben mal noch bei diesem engeren Aspekt. Ja, eine Frage an Herrn Büchner. Der Bundespräsident hat in einem Interview mit einer italienischen Zeitung gesagt, dass die Belastungsgrenze in Deutschland, was Migration angeht, erreicht sei. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob der Bundeskanzler die Einschätzung des Bundespräsidenten teilt. Ich kenne diese, also ich hatte noch keine Gelegenheit, mit dem Bundeskanzler darüber zu reden. Deshalb muss ich Sie da bitten, dass wir die Frage nochmal neu erörtern. Das würden Sie dann nachliefern? Wenn wir können. Dann gebe ich die Frage mal weiter ans Innenministerium. Sieht die Bundesinnenministerin die Belastungsgrenze Deutschlands erreicht bei der Aufnahme von Migranten? Also diese Frage müsste zumindest in Teilen an die Bundesländer gerichtet werden, aus meiner Sicht, weil die für die Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten zuständig sind. Aber ich glaube, offensichtlich ist, dass die Belastung insgesamt hoch ist. Und ich habe ja an dieser Stelle auch bereits ausgeführt, was wir als Bundesinnenministerium an Maßnahmen unternehmen, um irreguläre Migration zu reduzieren. Darauf kann ich verweisen und vielleicht auch zusätzlich dazu, dass der Bund Länder und Kommunen nach seinen Möglichkeiten auch unterstützt. Dann machen wir da weiter mit der nächsten. Ja, auch zum Thema Migration an Herrn Büchner, vielleicht auch ans BMI. Der Bundeskanzler hatte ja der Opposition einen sogenannten Deutschlandpakt angeboten. Die hat jetzt geantwortet mit einem Angebot Deutschlandpakt in der Migration. Herr Merz hat diese Woche gesagt, er sei zuversichtlich, dass es da Austausch mit dem Bundeskanzler gebe. Wird sich der Bundeskanzler damit auseinandersetzen, mit diesem Vorschlag? Und ist ein solcher Austausch vielleicht auch mit Herrn Merz schon geplant? Ja, der Bundeskanzler hat in der Tat einen Deutschlandpakt vorgeschlagen, um das Land schneller, moderner und sicherer zu machen. Tempo statt Stillstand, Handeln statt Aussetzen, Kooperation statt Streitereien war die Stoßrichtung und ist das Gebot der Stunde. Und auch Migration muss aus Sicht des Bundeskanzlers Teil
des Deutschlandspaktes sein, da nur Bund, Länder und Kommunen gemeinsam Kraftanstrengungen und Herausforderungen meistern können. Die Bundesinnenministerin hat gesagt, dass sie die CDU und CSU gerne in den Deutschlandpakt einbindet. Und da geht es um Fachkräfte, die wir dringend brauchen, aber auch um die Reduzierung irregulärer Migration. Und auch der Bundeskanzler hat in einem Interview neulich gesagt, dass er sich natürlich jeden konkreten Vorschlag der Opposition gerne anschaut. Nachfrage, ist denn konkretes Gespräch damit Herrn Merz geplant, also über die ganz konkreten Vorschläge der Union? Weil so hat Herr Merz das dargestellt. Es gibt natürlich einen Austausch zwischen Regierung und Opposition. Es gibt auch einen Austausch zwischen dem Bundeskanzler und dem Oppositionsführer. Zu konkreten einzelnen Gesprächen kann ich Ihnen aber nichts sagen. Danke. Ist das noch wieder zu diesem Aspekt, Herr Rinke? Dann bitte. Ja, ich würde direkt da anknüpfen. Die Union hat ja, also Frage geht ans Innenministerium, die Union hat ja einen Maßnahmenkatalog vorgeschlagen im Rahmen dieses Deutschlandpaktes, den Sie, also die Union, auf das Thema Migration begrenzen will. Dazu gehören eben so Ideen wie stationäre Grenzkontrollen, die Innenministerin aber ablehnt. Deswegen hätte ich ganz gerne nochmal nachgefragt, wie denn dieser Dialog mit der Opposition eigentlich aussieht. Also hat Frau Faeser geplant, jetzt ein Gespräch mit Herrn Merz oder anderen Vertretern von CDU, CSU über genau diese Punkte, die Union jetzt vorgelegt hat? Zu einzelnen Äußerungen aus dem parlamentarischen Raum äußern wir uns grundsätzlich nicht, das würde ich auch in diesem Fall so beibehalten. Und zu konkreten Gesprächsterminen kann ich an dieser Stelle auch nichts mitteilen. Aber ist die Innenministerin denn auf der Suche nach Gesprächsterminen? Kann ich Ihnen auch aktuell nicht beantworten. Dann hatten Sie auch eine Frage zum Thema Migration. Frau Temken von Rodau Nachrichtensender. Meine Frage betrifft Irak. Ich würde gerne wissen, inwieweit Bundesregierung über die Problematik zwischen Zentralirak und Nordirak, Kurdistan, informiert ist, zwischen Bagdad und Erbil und inwieweit Deutschland versucht, also Bundesregierung versucht, zu vermitteln. Meine zweite Frage wäre, es gibt, als der Ministerpräsident aus dem Irak hier war, hat der Bundeskanzler persönlich mit ihm darüber gesprochen, dass die Iraker, die hier kein Aufenthalt haben, abgeschoben werden müssen, eigentlich zurückzunehmen. Was ist aus dieser Geschichte geworden? Ich würde gerne wissen, wer sind die, wie viele sind die überhaupt Iraker, die abgeschoben werden müssen? Und wenn ich Sie mal kurz stoppen kann, wir haben ja eigentlich die Regel, es nach Themen sortiert zu machen und maximal zwei Fragen, damit es nicht ganz durcheinander gerät. Also wenn Sie Ihre dritte Frage erst noch für sich behalten, wäre das freundlich. Okay. Und wir warten also erstmal die Antwort der ersten beiden ab. Okay. Achso, ja. Ich weiß jetzt nicht, auf welche spezifischen Aspekte Sie sich sozusagen beziehen, aber wir haben natürlich einen Austausch mit der irakischen Regierung, unseren irakischen Partnern. Die Außenministerin war ja auch in der Region schon in diesem Jahr und war ja auch im Nordirak. Insofern habe ich jetzt hier keine konkreten Maßnahmen, aber wir sind da in einem engen Dialog. Aber sind Sie über die Problematik, die zurzeit im Irak herrscht, zwischen Bagdad und Erbil, die zu unstabilität Irak führt, da sind Haushaltsbudgetfragen, da sind natürlich Bombardierungen von Seiten Türkei und Iran in dem Irak und da sind viele Problematiken, die jetzt zwischen den beiden Seiten herrscht, inwieweit Deutschland da informiert ist und versucht zu vermitteln. Also wir verfolgen natürlich alles, wir verfolgen die Lage auch im Irak mit Interesse und durch unsere Botschaft, aber wir haben da jetzt keine Vermittlerrolle in diesem innerirakischen Auseinandersetzung. Okay, dann würde ich gerne darüber wissen, wie viele Iraker jetzt abgeschoben werden müssen. Und gibt es ein Abkommen zwischen Irak und Deutschland? Weil das wollte der Bundeskanzler auf jeden Fall erreichen, als der Ministerpräsident hier war. Die Zahl der irakischen Ausreisepflichtigen habe ich gerade nicht zur Hand. Deswegen würde ich die Frage, also beziehungsweise die Antwort auf Ihre Frage zum Fragen gerne nachreichen. Moment. Ich reiche Ihnen das gerne nach. Das wird nachgereicht. Wenn die Antwort hier nicht parat ist, wird das nachgereicht. Also die Information kommt schriftlich und zwar so schnell wie möglich. Und ist Ihre jetzt, wir geraten wirklich durcheinander. Wenn Sie jetzt noch eine dritte Frage, ist das wieder ein neues Thema, zu dem Sie eine Frage stellen wollen?
Dann ausnahmsweise auch noch. Dankeschön. Also ich würde gerne wissen, wie viel Irak abgeschoben werden, warum werden die abgeschoben? Und vor kurzem war ein Jeside abgeschoben, der aber im Irak angekommen ist und sofort einen Herzanfall bekommen ist. Was ist aus diesem Fall geworden? Das würde ich auch gerne wissen. Dankeschön. Genau. Das sind ja zusammenhängende Fragen, reiche ich Ihnen gerne nach. Weitere Fragen zum Thema Irak sehe ich nicht. Dann machen wir in der Liste weiter bei Herrn Rinke. Ich darf ganz kurz nochmal zu Herrn Rinke nachliefern. Also Äußerungen des Bundespräsidenten, das hätte ich auch gleich sagen können, natürlich kommentieren wir ja grundsätzlich nicht, sondern also Verfassungsorgane machen das ja in der Regel nicht, dass wir gegenseitig Aussagen kommentieren. Richtig ist aber, und das ist natürlich nicht neu, die Bundesregierung ist sich sehr bewusst, dass die hohen Zugangszahlen eine große gesamtstaatliche Kraftanstrengung braucht und dass Bund, Länder und Kommunen hier gemeinsam belastet sind und auch gemeinsam an einer Lösung arbeiten müssen. Dann sind wir jetzt trotzdem bei einem neuen Thema und bei Herrn Rinke. Ja, ich hätte ganz gerne das Thema Huawei und 5G-Mobilfunknetze angesprochen. Eine Frage auch ans Innenministerium und das Digitalministerium. Es gibt ja Vorstellungen aus dem Innenministerium, wie man da vorgehen sollte, also Bestandteile von zwei chinesischen Anbietern, Huawei und ZTE, schrittweise aus dem Netz zu verbannen. Ich hätte ganz gerne von den beiden Ministerien gewusst, ob sie Schadensersatzanforderungen der Netzwerkbetreiber fürchten. Es gilt, was ich an dieser Stelle vor zwei Tagen gesagt habe, dass regierungsinterne Beratungen andauern und wir uns daher nicht weiter zu dem Themenkomplex äußern können. Ich ergänze gern aus Sicht des Digitalministeriums noch einmal ganz grundsätzlich unsere Position ist, dass es beim 5G-Ausbau ja schon jetzt ein sehr, sehr hohe Standards und strenge Vorschriften bezüglich des Einsatzes kritischer Komponenten gibt. Und wir diesen sehr differenzierten Ansatz auch als durchaus sinnvoll erachten. Wie der Kollege aus dem BMI aber gerade sagte, wird ja gerade im Ressortkreis eben diese Frage der globalen Herausforderungen diskutiert. Hier bringen wir uns natürlich konstruktiv ein. Dabei gilt es aber aus unserer Sicht eben auch immer zu berücksichtigen, dass die flächendeckende Versorgung mit stabilen, schnellen und bezahlbarem mobilem Internet auch gesichert bleiben muss, die Netzbetreiber die Herrschaft über ihre eigenen Netze behalten und keine Abhängigkeiten entstehen. In diesem Spannungsfeld bewegen wir uns dann. Aber darf ich noch mal fragen? Ich habe ja gezielt jetzt nach Schadensersatzforderungen gefragt. Also ist das ein Motiv, dass man jetzt bei den möglichen Änderungen in der Regierung oder ein Anliegen, dass man auf jeden Fall vermeiden möchte, dass es zu Schadensersatzklagen kommt? Ist das die Haltung von beiden Ministerien? Ich kann dazu angesichts der laufenden Verhandlungen nichts sagen. Ich habe Ihnen gerade das Spannungsfeld dargestellt und ich glaube, es wäre zu früh, bei einem nicht abgeschlossenen Verfahren von Schadensersatzansprüchen zu sprechen. Dann zu diesem Thema die Kollegin in der Mitte hinten. Hallo, ja, Agde Kantor von Bloomberg. Ich wollte kurz fragen, auch zu Huawei. Ist es die Einschätzung des Bundesinnenministeriums, dass gerade die deutschen Netzbetreiber eine erhebliche strukturelle Abhängigkeiten von Huawei haben? Auch da muss ich nochmal darauf hinweisen, was ich gerade gesagt habe. Die Abstimmungen zu dem Themenkomplex laufen regierungsintern und das ist der Grund, warum wir uns nicht weiter dazu äußern aktuell. Nachfrage? Entschuldigung, eine kurze Nachfrage. Ich wollte auch kurz fragen, ist es schon, sind Sie schon in Gespräch mit den Netzbetreibern über was es bedeutet, also wie lange es dauert und welche Kosten da gibt? Sind Sie schon in Gespräch mit Deutsche Telekom, Telefonica Deutschland und so weiter? Es bleibt bei dem, was ich gesagt habe. Okay. Herr Rinke? Dann versuche ich nochmal beim Auswärtigen Amt, was da ja auch, glaube ich, mitzureden hat. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob das Auswärtige Amt befürwortet, dass man die Vorschriften für den Ausbau von Huawei und ZTE-Komponenten innerhalb der Bundesregierung verschärft. Also Herr Rinke, Sie können es gerne probieren, aber ich würde auf das verweisen, was der Kollege aus dem BMI gesagt hat. Und ganz grundsätzlich wissen Sie ja, wie die Haltung der Bundesregierung zu kritischer Infrastruktur und auch zu dem Umgang
mit China in dem Kontext ist. Das können Sie in der China-Strategie nachlesen. Insofern würde ich Sie darauf verweisen. Ich frage ja deswegen nach, weil es unterschiedliche Meinungen in der Bundesregierung zu dem Thema gibt. Und also jetzt bei dem ganz konkreten Punkt. Und deswegen würde mich die Haltung des AA interessieren. Also nochmal, der Kollege hat ja gesagt, dass da regierungsintern Gespräche laufen und denen greifen wir hier nicht vor. Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Dann ein Kollege, der heute noch nicht zum Zug gekommen ist, neben Herrn Tufik Nia, auch da der Name gerade nicht da, tut mir leid, ja. Lengon, Polsatnias, polnischer Nachrichtensender. Frage an BMI, weil gestern der polnische Botschafter wurde, ich weiß nicht, einbestellt oder eingeladen zum Ihrem Ministerium zum Thema Visavergabe. Normalerweise bei solchen Fragen bei EU-Partnern, bei Nachbarländern, Ministerien klären sie das untereinander. Und das mit Botschafter, das klingt sehr offiziell. Meine Frage ist, wieso kam zu diesem Treffen? Welche Erwartungen hatten Sie mit diesem Treffen? Welche Fragen kamen? Ich kann bestätigen, dass es gestern ein Gespräch der Bundesinnenministerin gegeben hat mit ihrem polnischen Amtskollegen Kaminski, ein Telefonat, und dass gestern Vormittag zudem der polnische Botschafter zu einem Gespräch ins Innenministerium gebeten worden war. Und in diesen Gesprächen wurde klar gesagt, dass die Bundesregierung von der polnischen Regierung eine schnelle und vollständige Aufklärung der Vorwürfe zum möglichen Visabetrug in Polen erwartet. Und ich kann auch dazu sagen, dass der polnische Innenminister zum Stand der laufenden Ermittlungen berichtete. Ich habe vor 2 Tagen an dieser Stelle auch bereits hingewiesen, dass in der jüngeren Vergangenheit die Bundespolizei ihre grenzpolizeilichen Maßnahmen an der deutschen Grenze zu Polen intensiviert hat. Und genau, dabei würde ich es auch erstmal belassen und möglicherweise will das AA ergänzen. Ja, gern. Wenn wir schon bei dem Thema sind, würde ich vielleicht noch einmal ganz grundsätzlich, weil ja im Zentrum der Berichterstattung da ein externer Visadienstleister steht, noch mal vielleicht einmal grundsätzlich erläutern, welche Rolle externe Dienstleister im deutschen Visumsverfahren haben. Das ist nämlich eine nur assistierende externe Visadienstleister, nehmen bei uns Visa-Anträge entgegen, aber keine inhaltliche Prüfung vor. Sie nehmen keine hoheitlichen Tätigkeiten vor, diese sind nicht an Sie übertragen. Die Prüfung und Entscheidung über Visumsanträge erfolgen bei uns ausschließlich durch die entsandten Kolleginnen und Kollegen des Auswärtigen Amtes. Und das ist allein auch schon darin erkennbar, dass der externe Dienstleister weder auf unser internes Bearbeitungssystem noch auf die Terminvergabesysteme Zugriff haben. Insofern übernehmen externe Dienstleister bei uns ausschließlich die Annahme von Visumsanträgen und nicht die Entscheidung darüber. Herr Rinke dazu. Ja, Herr Wagner, vielleicht könnten Sie uns sagen, wie ungewöhnlich es eigentlich ist, dass ein deutsches Ministerium einen Botschafter eines anderen Landes in das Ministerium einbestellt. Normalerweise kennen wir das ja aus dem Auswärtigen Amt, wenn es irgendwelche Konflikte gibt mit anderen Regierungen. Also ist das normale Usus? Waren Sie da eingebunden? Also ich habe wahrgenommen, dass es ein Gespräch im Bundesinnenministerium gab, um das das BMI gebeten hat. Und ich würde das nicht als ungewöhnlichen Vorgang bezeichnen. Wir pflegen ja gerade unter EU-Partnern einen engen Austausch miteinander. Und das tun natürlich auch unterschiedliche Ressorts. Darf ich noch einmal kurz nachfragen, dann ans Innenministerium. Sie haben jetzt gesagt, dass diese Gespräche stattgefunden hat. Sind denn die Sorgen, die die Bundesregierung hatte und die Innenministerin, jetzt nach diesen beiden Gesprächen ausgeräumt? Also ich kann vielleicht noch ergänzen, dass in diesen Gesprächen insbesondere Informationen zum Zeitpunkt und zur Zahl der vergebenen Visa sowie zu den Staatsangehörigkeiten der Visaempfänger erfragt wurden und ebenso zu den Gegenmaßnahmen der polnischen Regierung. Und die Gespräche dazu werden auch weiterhin laufen. Und darauf kann ich verweisen. Entschuldigung, aber die Frage war ja gewesen, sind die Sorgen, nachdem Sie das danach gefragt haben, jetzt ausgeräumt oder bestehen die weiter? Ich habe die Frage wahrgenommen und deswegen auch mein Hinweis auf weitere laufende Gespräche. Herr Tufik Nia. Herzlichen Dank. Dann der Kollege daneben.
zum Verständnis. Sie haben gesagt, dass beide Minister haben gestern gesprochen. Dann wieso kam zu diesem Gespräch noch mit dem Botschafter? Oder erst war der Botschafter und dann das Gespräch? Ja, es ist nicht ungewöhnlich, dass Gespräche auf unterschiedlichen Ebenen stattfinden. Und in dem Zusammenhang sind auch die beiden erwähnten Gespräche zu sehen. Aber das heißt, dass die Antworten von dem Minister waren nicht ausreichend, dass der noch Botschafter einbestellt wurde? Zum genauen zeitlichen Ablauf der Vereinbarung dieser Gespräche kann ich jetzt hier nicht sagen. Der Hinweis, dass es ganz üblich ist, dass auf verschiedenen Ebenen Gespräche stattfinden können. Ich kann vielleicht da nochmal ergänzen. Sie sehen ja, dass da in Polen derzeit ja auch Ermittlungen laufen. Insofern ist es doch vollkommen klar, dass das noch nicht abgeschlossen ist. Und ich glaube, was wir hier zum Ausdruck bringen wollen, ist ja, dass da schwerwiegende Anschuldigungen im Raum stehen und dass es da natürlich klar ist, dass das aufgeklärt werden muss. Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Dann Herr Warwick mit einem neuen Thema. Herr Büchner, diese Woche begann der Prozess vor dem Landgericht Bonn gegen den ehemaligen Chef der Warburg Bank, einen der Hauptratzieher im Cum-Ex-Skandal mit der Steuerhinterziehung in dreistelliger Millionenhöhe. In der Anklageschrift wird der Name Olaf Scholz 27 Mal erwähnt. Vor diesem Hintergrund würde mich interessieren, lässt denn der Bundeskanzler diesen Prozess verfolgen und sich über die weiteren Entwicklungen informieren? Nein. Jetzt hat ja in der ganzen Causa, Warburg Bank, Cum-Ex, gibt es ja so einige Fragen zum Agieren des Bundeskanzlers gegenüber der Legislative. So hat Herr Scholz bei zwei Anhörungen im Bundestag ein Treffen mit dem mutmaßlichen Finanzkriminellen Olarius eingeräumt. Wir wissen mittlerweile von 3 Treffen. Da würde mich interessieren, aus welchen Beweggründen hat sich Herr Scholz entschieden, gegenüber der bundesdeutschen Legislative 2 von 3 Treffen zu verschweigen? Es gibt zu der Causa überhaupt nichts Neues zu sagen. Gibt es weitere Fragen zu dem Thema? Das sehe ich nicht. Dann habe ich jetzt noch Herrn Rinke mit einem neuen Thema. Ja, eine Frage, die sich an Herrn Büchner und das Bauministerium richtet. Nächsten Montag findet ja ein Bündnis... Wollen wir vielleicht erst den Sitzplatzwechsel abwarten? Ja. Okay. Dass das Bauministerium darf, ja. Nächsten Montag findet ja wieder ein Treffen, Bündnis für bezahlbares Bauen statt im Kanzleramt. Da gibt es einen möglichen Terminkollision, weil der Kanzler ja auch in Hamburg sein wird auf dem nationalen Luftfahrtgipfel. Das ist ja von denen schon angekündigt worden. Deswegen hätte ich ganz gerne gewusst, ob der Kanzler überhaupt an dem Treffen teilnimmt am Montag. Das war ja im letzten Jahr der Fall gewesen unter das Bauministerium. Was genau die Erwartungen sind, also was bei dem Treffen am nächsten Montag eigentlich rauskommen soll. Danke. Ja, Termine des Kanzlers geben wir immer erst am Freitag bekannt. Deshalb kann ich Ihnen das heute noch nicht sagen, wie die exakte Terminplanung des Bundeskanzlers für die kommende Woche aussieht. Ja, und bei dem Bündnis, bei dem Treffen im Kanzleramt, zu dem der Bundeskanzler eingeladen hat, handelt es sich ja um ein breites Bündnis, bezahlbarer Wohnraum, an dem zahlreiche Verbände teilnehmen, also aus der Bauwirtschaft, Immobilienwirtschaft, Mieterbund, sowie von den Ländern, den kommunalen Spitzenverbänden, Gewerkschaften und Kirchen. Also es ist ein breites gesellschaftliches Bündnis, das ja an vielen Maßnahmen arbeitet, um den bezahlbaren Wohnraum zu verbessern, die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum zu verbessern. Und da eben entsprechende Maßnahmen auf den Weg zu bringen. Viele sind bereits auf den Weg gebracht worden. Das wird am kommenden Montag dann ein Thema sein. Ich möchte aber noch nicht weiter vorgreifen, sondern das wird dann am Montag berichtet. Darf ich nochmal nachfragen, vor allem an Herrn Büchner. Sie geben es offiziell erst am Freitag bekannt, aber ist denn überhaupt vorstellbar, dass nachdem dieser Gipfel im Kanzleramt stattfindet, erneut,
der Bundeskanzler, der das ja zu seinen eigenen Anliegen gemacht hat, nicht an dem Treffen teilnimmt. Es ist dem Bundeskanzler ein ganz wichtiges Anliegen, das wissen Sie ja. War auch ist nach wie vor ein zentrales Anliegen, für bezahlbaren Wohnraum zu sorgen. Und deshalb können Sie sich vorstellen, dass man das sicher versuchen wird. Ich kann aber hier der Terminplanung nicht vorgreifen. Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Dann hat Herr Warwick noch ein neues Thema. Frage geht ans Wirtschaftsministerium. Im ersten Halbjahr 2023 wurden 70% weniger Wärmepumpen verkauft als im Vorjahr. Da würde mich interessieren, wie erklärt sich denn Herr Habeck diesen Einbruch? Also, dass 70% weniger verkauft worden ist als im Vorjahr, auf welche Zahlen beziehen Sie sich denn da genau? Na, erstes Halbjahr 2023 im Verhältnis zu 2022. Also reden wir jetzt von verkauften Wärmepumpen oder reden wir von Anträgen? Ich muss das wissen, sonst kann ich Ihnen nicht genau antworten. Also meine Wissenslage war effektiv verkaufte Wärmepumpen. Weil bei den Verkaufszahlen liegen wir ziemlich gut. Da haben wir gar keine, wenn wir uns die Verkaufszahlen anschauen, dann sind die Entwicklungen eigentlich sehr positiv anzusehen. Dann sind die Unterschiede gar nicht so groß. Wenn wir uns genauer anschauen, was die Anträge betrifft, die eben in diesem Jahr gestellt worden sind und im letzten Jahr, dann sieht man da natürlich einen Unterschied, der sich auch aus verschiedenen Entwicklungen herleiten lässt. Wie gesagt, wenn es um in die Anträge geht, dass diese Förderanträge zurückgehen, dann sieht man eine gewisse Skepsis von Privathaushalten, von Bürgerinnen und Bürgern angesichts der aktuellen Entwicklungen, die wir haben, dass bei den Strompreisen, die Strompreisentwicklung der letzten Monate, im letzten Jahr verunsichern da. Wir haben eine Baukonjunktur, die stockt. Entsprechend gibt es natürlich auch weniger Neubauvorhaben oder Umbauvorhaben, wo dann Wärmepumpen eingebaut werden könnten. Auch das trägt natürlich auch zu niedrigeren Zahlen bei. Wir hatten eine längere politische Diskussion darüber, wie denn nun die Gebäude schrittweise auf klimaneutrale Heizung umgestellt werden. Auch das warten natürlich Bürgerinnen und Bürger ab, was kommt da raus. Wir beobachten auch, dass unterschiedliche die Technikentwicklungen auch noch vorangehen. Auch da gibt es Gründe abzuwarten. Also das sind ganz vielfältige Gründe, warum einfach Menschen jetzt noch mal abwarten, welche Heizung sie dann wählen. Nachfrage? Ja, von Expertenseite, zumindest was ich gelesen habe, war, das hatten Sie auch schon genannt, expliziter Verweis auf die exorbitanten Strompreise derzeit. Da würde mich interessieren, ich habe zumindest bisher noch nicht gehört, wieso versucht die Bundesregierung nicht über spezielle niedrige Strompreise für Wärmepumpen den Absatz zu steigern? Also gibt es da irgendwelche Elemente, die dagegen sprechen? Also wir haben keine exorbitanten Strompreise. Wenn Sie sich die Strompreisentwicklung anschauen vom Jahr 2022, jetzt im Vergleich zum Jahr 2023, dann können Sie sehen, dass die Strompreisentwicklung nach unten weist. Die Strompreise sind an der Strompreisbörse in Leipzig kontinuierlich zurückgegangen. Wenn Sie sich die Future-Preise anschauen, also wenn Sie sich die Preisentwicklungen anschauen, die man für die Zukunft annimmt, dann sehen Sie auch dort eine Preisentwicklung nach unten. Und wenn Sie sich heute Verbraucherverträge anschauen, auch dann sehen wir auch dort wieder ein Preisniveau, was sich in Richtung der Preisentwicklung von vor dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine einspielt. Keine Frage, es sind weiter hohe Strompreise, das weise ich gar nicht zurück. Deswegen hat die Bundesregierung ja auch mit mehreren Maßnahmen, wie zum Beispiel auch mit der Strompreisbremse, mit dem Energiegeld dafür gesorgt, dass die Strombelastung, die Kosten durch die höheren Strompreise ausgeglichen werden für Haushalte, für kleinere mittelständische Unternehmen und auch für Unternehmen generell. Insofern ist also diese Darstellung erstmal nicht korrekt. Das ist das, was ich zu Ihnen, zu diesen Preisen sagen kann und was ich Ihnen auch sagen kann, eben zu denjenigen Maßnahmen, die wir bereits gemacht haben. Eine will ich noch ergänzen. Wir haben ja auch die EEG-Umlage abgeschafft. Auch die ist nicht mehr Teil des Strompreises. Und dadurch entsteht auch nochmal eine Entlastung für Haushalte und auch für gerade kleinere und mittelständische Unternehmen in einer deutlichen Milliardenhöhe. Gleichwohl wird natürlich der ein oder andere sagen, ich habe es gar nicht gemerkt, weil die Strompreisentwicklung natürlich so war in den letzten Monaten, dass wir
durchaus eben auch höhere Strompreise haben als jetzt vor dem Angriffskrieg. Das ist klar. Aber exorbitant diese Formulierung weise ich zurück. Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Ich habe jetzt mit dem Blick auf die Uhr nochmal Frau Hemken mit einem neuen Thema und Frau Dudin mit einem neuen Thema und würde es dann damit heute gerne belassen. Frau Hemken, bitte. So, neues Thema insoweit, dass ich wollte darauf nochmal zurückkommen. Wenn Sie, wollen Sie nochmal auf das Thema Irak zurückkommen? Nein, Irak nicht. Migration, Herr Söder hat vorgeschlagen, eine Obergrenze in Deutschland einzuführen. Viele Kommunen haben das begrüßt. Was sagen Sie dazu? Ich will Ihre Frage nicht abwürgen, aber wir hatten das Thema, glaube ich, am Montag in der Regierungspressekonferenz. Das wurde beantwortet. Wir versuchen hier immer die Themen so zu gliedern, dass es nicht so arg durcheinander geht. Aber okay. Vielleicht können Sie die Frage kurz beantworten. Ich kann gerne darauf verweisen, dass sich der stellvertretende Regierungssprecher am Montag dazu geäußert hat. Und da hätte ich keine Ergänzungen. Sie haben ja Zugriff auf die Protokolle, da können Sie das tatsächlich nachlesen. Okay. Ansonsten würde ich Sie bitten, das vielleicht nochmal bilateral zu versuchen. Alles klar. Frau Dudin mit dem für heute letzten Thema. Thema Mali, Frau Ruzzi, vielleicht können Sie uns einen aktuellen Stand des Abzugs geben. Das kann ich gerne tun. Wir haben ja bekannt gegeben, dass wir die Rückverlegung bis Ende 2023 abgeschlossen haben wollen und wir sind auf gutem Wege, dieses Ziel auch zu erreichen. Also von daher eigentlich kein neuer Sachstand. Über welchen Weg läuft das jetzt hauptsächlich? Das sind unterschiedliche Wege. Wir schauen natürlich, dass wir über Mali ausfliegen. Da liegen auch die aktuellen Fluggenehmigungen vor. Wir schauen, dass wir über Niamey rausfliegen. Das sind immer Einzelfallentscheidungen. Auch da wurden bis jetzt alle Flüge genehmigt. Und dann schauen wir natürlich, ob wir auch Dakar im Senegal für die Rückverlegung nutzen können. Mit diesem Portfolio arbeiten wir. Das ist natürlich herausfordernd. Das ist keine Frage. Wir haben das Thema Mali und Niger hier häufig behandelt. Aber wir sind zuversichtlich, dass wir im Zeitrahmen bleiben können. Können Sie vielleicht noch die aktuelle Zahl der Bundeswehrangehörigen in Mali nennen? Ja, sehr gerne. Bei MINUSMA sind das insgesamt 887, davon rund 755 in Gao, 12 im MINUSMA-Hauptquartier in Bamako, bis zu 10 im Luftumschlagpunkt in Bamako und rund 110 in Niamey. Das sind die Zahlen vom 11. September. Jetzt frage ich erstmal weitere Themen zu diesem Thema. Sehe ich nicht. Dann eine Nachreichung vom Wirtschaftsministerium. Damit sich keine inkorrekten Fakten verbreiten, würde ich gerne noch mal die Marktzahlen nennen bei den Wärmepumpenverkäufen. Laut Marktzahlen des Bundesverbandes der deutschen Heizungsindustrie gab es im ersten Halbjahr 2023 mit 196.500 verkauften Wärmepumpen doppelt so viele Verkäufe wie im Jahr 2022. Also es ist kein Rückgang bei den Verkäufen festzustellen, sondern sogar eine Verdopplung. Das hat dann nochmal aufgeklärt. Vielen Dank. Dazu sehe ich auch keine weiteren Nachfragen. Dann sind wir heute am Ende der Regierungspressekonferenz. Danke fürs Kommen. Bis zum nächsten Mal.